Ich hab doch. Ja, okay. Okay. Ich glaube, ich habe sie alle gekriegt. Zumindest die, die ich jetzt so gesehen habe. Ist die Waschmaschine echt schon fertig? Kann doch gar nicht sein, oder? Das ist ein fahrender Klotz. Das ist ein fahrender Klotz. Das ist auch eine Art Bus. Bin mir gerade nicht sicher. Wir fahren anscheinend dahin. Ja, ja. Und da sollte ich vielleicht auch mal nach vorne fahren. Mal gucken. Ich glaube, ich sollte hier absteigen. So, okay. Ja, nehme ruhig alles mit. Ich weiß nicht. Ja, wir haben schon eigentlich alles, was wir haben müssen, eingesagt. Okay. Was für ein geiler Einstand hier. Super. Okay. Drauf. Ich will gucken, wie weit es hier nach vorne geht. Das ist, glaube ich, die Barriere. Also es ist wirklich nur der Akku anscheinend. Okay. Ach Mann. Na auch doof. Alter Schwede. Okay, diese. Ja, soll ich. Ich wollte sie gerade Straßenbahnen nennen, aber es sind ja keine Straßenbahnen in dem Sinne. Also hier vorne sind wirklich keine Kisten mehr, okay. Oh fuck. Wieso ist denn der Akku so schwer zu treffen da? Kannst du den mal. Das gibt's doch nicht! Ja, meine Tode sammeln sich hier gerade. Geht auch recht fix. Ich hab's so. Schön. Und bin dann runtergefallen. Ich hab's. Ja. Okay. Es ist aber auch. Ich mag das hier nicht besonders. Merkt man das? Nee, ne? Ach, ich krieg schon Mitleids-Akku jetzt. Auch schön. Ich hab sogar schon zwei. Ah, wie mich das nervt. Okay. Mein Gott, das kann doch jetzt nicht an dieser einen Scheißstelle hapern, oder? Danke. Okay. Nein! Fuck! Ah, da, die Kreuzung geht noch weiter. Boah! Läuft für den Leben hier. Okay. Ich hatte gedacht. Scheiße. Dass ich da lang kann. Also, ich war ja unter dem Viech. Ich hab echt gedacht. So. Da! Ah! Ja. Läuft. Boah. Ey, ihr seht ja, wie lang man an einem Level hängen kann, ne? Uah. Das ist schon krass. Nein, ich war fast drüben. Verdammt. Ah. Am besten ist wirklich einfach durch, glaube ich. Irgendeinen Wagen trifft man schon so ungefähr.
Ah, daneben. Okay. Da! Oh, ich bin drüben. Mysteriöses Essen, pikant und frittiert. Es fehlt eine Kiste. Nein, es fehlt eine Kiste. Ja, ich werde es nicht mehr kriegen. Scheiße. Wo auch immer diese eine fucking Kiste war, es war irgendwie klar, ne? Mann, verdammt. Hat sich wieder nicht gelohnt, der Aufwand. Aber gut, wir haben das Level geschafft. Das ist ja auch schon mal was. Ah. Zumindest haben wir den Verborgenen gefunden. Was wir in letzter Zeit auch nicht mehr oft sagen konnten. Naja. Gut, so viel dazu. Wir gucken jetzt mal, was das nächste Level mit sich bringt. Ansonsten würde ich sagen, gehen wir nochmal so ein invertiertes Level vielleicht an. Ach Gott, ein Cortex-Level. Kistenschlacht. Nur mal kurz gucken. Okay, da gibt es auch nichts zu holen, sonst weiter. Nee, ich möchte gerne nochmal ein invertiertes holen. Weil das bringt uns ja nicht wirklich viel, ne? Aber ich möchte euch aber eins zeigen. Ein invertiertes Level zeige ich euch jetzt. Vor den Dinos? Weiß nicht. Nee, ich gehe mal chronologisch vor. Wir haben das erste haben wir uns angeguckt, hier die Wüste. Gucken wir uns jetzt mal eins mit diesen, wie heißt das? Wie nenne ich das? Küstenlevel? Küstenlevel, ne? Piratenlevel, nennen wir es immer so. Ne, da muss ich hin. So. Genau, gucken wir uns da mal eins von an. Gibt es da zufällig irgendwo was zu holen noch? Wobei, das ist ja alles neu, ne? Wenn wir das erste haben wir auch schon ein paar Mal gesehen. Das hier mit den Plank, das ist ja auch das, wo wir Torna kennenlernen, ne? Ja, komm. Gucken wir uns das hier mal an im Invertiert-Modus. Einfach nur, dass wir mal sehen, was für ein Stil jetzt diese Art von Level haben. Den Jetbot-Anleger habe ich mir geholt. Ja, super. Na, okay. Ja, das ist ja in diesem Level noch relativ human, sag ich mal. Natürlich kann man da auch wieder auf die Nase fallen. Ja, ja, klar. Aber wir gucken mal. So. Komm her. Puh. Invertiert. Die haben ja alle einen etwas anderen Stil. Und ich will euch jetzt nicht von jedem die zeigen, aber hier gucken wir uns das jetzt nochmal an, würde ich sagen. Was ist hier das Besondere? Ach, schwarz-weiß. Ui, und wir machen bunt mit Wirbelattacke. Sehr interessant. Ist leicht irritierend, aber ja, warum nicht, ne? Und natürlich sammeln wir wieder keine Wumperfrüchte, sondern diese Trauben. Das ist eigentlich ganz witzig mit diesem dieser Farbskala. Hat was. Hat er mich in der Luft getroffen, der Sack? Gibt's ja wohl nicht. Also, ja. Also, der Stil hat was. Sie wollten einfach ein paar Sachen ausprobieren. Und dafür finde ich es ganz witzig. Ja, ob man deswegen jetzt überall so einen Spiegelmodus da einführen muss, keine Ahnung. Man hätte ja einfach mal eine Welt machen können, wo die Level einfach so ein bisschen verrückt sind. Das wäre ja auch noch eine Möglichkeit gewesen. Also diesmal nicht, du Arschloch. Okay. Sehr schön. Okay. Wie einfach alles in Farbe explodiert, nur weil ich auf die Kiste springe. Schon interessant. Ja. Bitte alle kaputt machen. Danke. Warten wir noch mal kurz. Ein Jetski. Ein Jetboard. Ja. Das geht ja alles noch hier. Das war ja doch simpel. Bonus!
Ach ja. Okay, das ist ja auch das Schöne, dass die Bonus-Level natürlich auch alle anders sind. Da sieht man da noch ein bisschen was Neues. Warte. Okay, mehr ist es gar nicht. Lach! Ja. Okay, okay. Verstehe. Das sieht aus, als würde ich so ein bisschen Farbe, ja. Scheißend. So ist das wahrscheinlich gedacht. Ich wollte gar nicht so weit, aber ist okay. Ja, passt schon. Ja, wir versuchen jetzt einmal dieses Level offiziell zu lösen und auch alle Kisten zu holen natürlich. Na. Heute Abend kommt übrigens noch Darts, werde ich mit Steffi gucken und eine neue Folge Seven vs. Wild. Da ist ja auch die vierte Staffel mittlerweile in Gang. Na, da freue ich mich auch drauf. Ah, ich wollte gerade sagen, wo kommen die letzten Kisten her? Da ist jetzt die vierte Folge heute dann, heute Abend freigeschaltet. Beziehungsweise die ist jetzt wahrscheinlich schon freigeschaltet, aber wir gucken sie erst heute Abend zusammen. Weil Steffi heute noch arbeiten muss, aber Steffi hat dann auch Wochenende. Also diesmal kein Wochenenddienst, das heißt, wir haben auch ein bisschen Zeit füreinander. Schön. So, ja, kann man machen. Ach, unter mir fährt was, ich sehe schon, ja, da war was. Ich erinnere mich. War da oben was? Ich glaube nicht. Ich hab's echt zu spät gesehen. Ah, ich hab den. Ja, ich hab den Checkpoint. Genau. Auch interessant gelöst. Muss ich mich mal das loben. Loben nicht, aber. Okay. Let's go, ist da was? Jetzt wäre eigentlich schon gedacht. Das kann aber auch total irritieren, ne? Also das. Mit den verschiedenen Farben. Okay. Bam. Da war hoffentlich nichts da oben. Aber sieht nicht so aus. Wie viele Kisten fehlen wir denn noch? Ui, kommt noch allerhand. Ja, da muss man natürlich dann ein bisschen aufpassen. Es ist witzig, dass er sowas ähnliches schreit wie Shark. Zumindest klang das für mich so. Weil er ist ja einer, ja, wisst ihr? Deswegen fand ich es witzig. Okay. Vielleicht mache ich gleich einfach kaputt. Es fehlen mir doch einige, ne? Okay, jetzt, ja. Habe ich nicht gesehen. Also nicht drauf geachtet. Oh, nur so. Okay, oh, das ist gut. Das war jetzt doof. Ich, ja, ich habe gedacht, ich mache es mal ein bisschen anders, aber das war total der dämliche Versuch. Okay. Akku ist leider weg. Ey, das irritiert auch total. Also, wenn auf einmal alles Farbe bekommt und diese Rollen dabei sind, das ist nicht unbedingt einfacher. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ist ja doof. Aber wir haben noch einen Akku, sehe ich gerade.
Ist da was drauf? Auch nicht. Okay. Da ist nichts drauf. Okay. Ich versuche gerade zu gucken, wo denn eventuell der versteckte Innenstein sein könnte. Was ist denn das? Hä? Das durfte ich anscheinend nicht kaputt machen. Ach, das sind Minen. Ich habe das als Büsche angesehen. Sorry. Ich habe das nicht gecheckt, dass das Minen sind. Okay. Oh, ja. Ich dachte, ich wäre dahinter. Aber, ja, Perspektive wieder, ne? Mein Problem mit der Perspektive. Okay, versuchen wir es nochmal. Ach, ich habe die Kanone nicht gesehen. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren jetzt hier. So. Warten. Rim, dim, dim, dim. Rim, dim, dim, dim. Ich kann auch dahinter, ne? Ja, ich kann dahinter. Wieso nimmst du die nicht mit? Okay. Was ist denn das? Grün. Im Invertiert-Modus. Das ist sehr interessant. Ich wusste gar nicht, dass im Invertiert-Modus dann auch noch die Sonder... Ja. Kisten. Sonderkisten. Die Sonderedelsteine zu holen sind. Oh, der war gefährlich, du Arschloch. Puh. Okay. Ja, ich war gerade wieder überfordert, wo ich hin sollte. Aber cool. Dann haben wir wenigstens die Chance, alle Kisten zu kriegen, denke ich. Aber heißt das, dass ich... Hier könnte ich jetzt theoretisch dann... im normalen Modus ja auch noch alle Kisten kriegen. Wobei, ja. Da denke ich ja eigentlich gar keinen Wert drauf, ne? Das ist eigentlich wurscht. Also jetzt würde ich es auf jeden Fall mitmachen, klar. Okay, es ist vom Timing her schon so gesetzt, dass das auf jeden Fall klappen sollte. Das war gerade der, der mich getötet hat, ne? Ja. Okay. Sollte alles funktionieren. War jetzt bisher nicht so schlimm, ne? Nö. Das war jetzt wirklich nicht so schlimm. So, was ist da? Nee. Oh, ich kann nur drauf. Ja gut. War in Ordnung. War in Ordnung. Ja gut, es ist ja auch, wie gesagt, schon ein recht frühes Level. Ja, ich hätte nichts sagen sollen. Oh Gott. Das habe ich ja ganz vergessen, dass es diese Sachen ja auch noch gab. Ich habe das echt für einen kleinen Moment verdrängt. Okay. Hallo, machst du die bitte kaputt? Danke. Aha. Eine Akku-Maske. Da sage ich nicht nein. Und anscheinend hat er mich gerade getroffen, ne? Ich habe den gar nicht wirklich beachtet, den Penner. Habe ich hier alles erwischt? Sieht so aus. Okay. Oh, war das gefährlich. Was habe ich da wieder für ein Hackback gemacht? Machen. Die nehmen wir auch noch mit.
Oha, was gefährlich. Ah, die Maske ist weg. Okay, ich habe mich gerade gewundert, warum ich das nicht mehr betätigen konnte. Warte mal ganz kurz. Ich habe das gesehen. Was wahrscheinlich nichts ist. Aber hier. Ne, das sind einfach nur irgendwelche Kisten. Das sind keine Kisten zum kaputt machen. Okay. Ach! Das war das Level mit dem Endboss, ne? Was heißt mit dem Endboss? So einen kleinen Miniboss. Mit so einem Tentakelviech, glaube ich. Das dürfte das Level sein. Gut. Okay. Das ist sehr interessant hier alles. Oh, ist der durchgekommen? Okay, er hier. Ein bisschen im Weg, ne? Ah, wieso hab ich die Kanone noch gekriegt? Verdammt. Ja, ich habe da so einen kleinen Schlenker gemacht. Der war nicht beabsichtigt. Okay, gut. Dann fehlen auch gar nicht mehr so viele Kisten. Ach komm. Ach, scheiße. Ich habe da nicht drauf geachtet. Okay, weg damit. Bitte töten Sie sich jetzt. Okay. Ich mag die Mucke. Okay. Fast hätte mich die blöde heißt das. Mine bekommen. Ne, Kanonenkugel war das. So. Was wird bitte gerade gefährlich? Ich hab's nicht mehr auf dem Schirm. Ist aber egal. Okay. Ah, jetzt habe ich wieder nicht auf die Kanone geachtet. Wieder an der Stelle verreckt. Okay. Nochmal das Ganze. Und nochmal, weil es so schön war. Okay. Aha, aha, aha. Komm her. Gefährlich, gefährlich, gefährlich. Sehr schön. War gerade noch mal gut gegangen. Ah, wieso passt das denn nicht? Ja, es trifft natürlich gar keiner. Ah. Okay. Ja, es werden heute wahrscheinlich 3 Parts, weil wir erreichen ja hier auch nicht wirklich viel. So. Ach, fuck. Ja, ich habe nicht drauf geachtet. Ah, dafür bin ich ja ganz gut durchgekommen. Über mich selbst. Jawohl, jawohl. Beide weg. Das ist doch mal gut. So kann das auch mal laufen. Bis hierhin. Alles okay. Ja, den auch bitte. Ja. Das ist noch einer. Komm, mach den Platz. Ja, sehr schön. So, diesmal habe ich die Kanone beachtet. Okay. Sehr gut. Ja, jetzt kommt der Bosskampf, ne? Sehr schön. Und ich sehe 196 von 196 Kisten. Ha! Wir haben alle Kisten. Ja, immerhin. Ja, ja, jetzt kommt er hier. Hallo. Und du bist nicht in Schwarz-Weiß, wie es aussieht.
Haha. Bin reingefahren. Ja, man muss eigentlich nur ein bisschen durchhalten hier. Mehr ist es nicht. Ich dachte, der Sport direkt da drin wäre auch cool gewesen. Na komm. Jawohl, der erste ist weg. Jawohl, und du noch, komm. Sehr schön. Ja, hier. Jawohl, gleich zwei. Das war Luise. Ich brauche den gar nicht mehr betätigen hier, aber mache ich trotzdem. Sehr schön. Wir haben den verborgenen Edelstein nicht gefunden, aber wir haben nochmal zusammen ein invertiert Level gesehen. Und ich denke, damit kann man zufrieden sein. Jetzt gucke ich auf die Uhr. Ja. Machen wir das Cortex-Level. Oder wir versuchen jetzt mal eben kurz noch ein Videoband zu holen und dann machen danach das Cortex-Level. Können wir auch mal machen. Dann gucke ich mal, wo uns eventuell noch ein Videoband fehlt. Da nicht. Da auch nicht. Ich glaube, ich hatte hier schon überall mal geguckt, ne? Achso, beim Bosskampf gibt es keine Videobänder. Das haben wir, ne? Ja, ziemlich sicher. Das haben wir auch, ja. Eigentlich, bis auf die Kisten haben wir eigentlich schon ganz gut abgesahnt, würde ich sagen. Das haben wir beim letzten Mal geholt, genau. Hier fehlt uns eins. Ja, komm, wir versuchen es. Das dreimal Sterben fehlt uns auch noch. Cool bleiben. Oh Gott, ist das nicht das Level, wo ich mit Dave unterwegs war, wo wir diese scheiß Rutsche hatten? Ja, kann schon sein. Aber wo war da genau das Videoband? Puh, darauf kommt es ja an. Ich probiere es einfach. Ich hätte jetzt ganz gerne am besten gleich zwei oder drei Akkus am Anfang. Gut, drei wäre ja gleich ein super Akku. Aber ich meine, zwei Akkus wären schon schön. Also es wäre eventuell noch so eine Sache, dass ich sagen würde, vielleicht hole ich wirklich alle Videobänder. Aber auch das halte ich schon für sehr schwierig. Und direkt neu laden. Wow. Das hat aber gut geklappt. Level neu starten. Ja, muss ich ja. Also ich hoffe einfach mal, dass ich das hier auf die Reihe kriege mit diesen Sprüngen. Also diese Abstände erkennt. Das ist immer mein größtes Problem. Wenn ich das einigermaßen in den Griff kriege, dann sollte das eigentlich funktionieren. Ne? Also hier. Weiß Bescheid. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, das mit dem Timen und mit dem Videoband erreichen, so. Darauf wollte ich eigentlich nicht aus. So, okay. Den lassen wir einfach mal. Die explodiert doch schon, die Kiste da, oder? Ich weiß aber. Ach ja, Eis, richtig. Eisböse. Der hat mich doch erwischt, der Sack. Das gibt's doch nicht. Ich brauche ja auch gar nicht alle Kisten, fällt mir gerade ein, ne? Nee, alle Kisten waren gar nicht erforderlich. Also Kisten sind jetzt wirklich nur wichtig, wenn da eine Akku drin ist. Akku auf jeden Fall mitnehmen, ist immer gut. Gerade jetzt in so einer Mission, wo ich nicht sterben darf. Aber ansonsten können mir die Kisten wirklich gestohlen bleiben. Das stimmt doch, was ich da erzähle, ne? Ich meine ja, bevor ich ja ins Level gegangen bin, habe ich die Statistik angeguckt. Ich guck doch mal. Aber das sollte so sein. Ich guck mal Statistik. Ja, wir haben hier alle Kisten. Also, es kommt nur drauf an, wenn irgendwie ein Akku da drin sein sollte, dann ist es vielleicht interessant. Und wenn kein Akku dabei ist, scheiß was drauf. Wow, wie das denn gemacht? Der gibt mir auch schon einen Keks. Was? Du hast doch noch ausgeholt! Oh, der hat doch noch ausgeholt. Das hätte er gar nicht zählen dürfen. Oh, und dann kommt gleich wieder die tolle Maske. Ja, eigentlich sind alle Masken doof. Also ich sag mal so, die hatte ich ja schon ein paar Mal erwähnt. Die violettfarbene, die mag ich doch am meisten, glaube ich.
weil da kann man schön mit zerstören, da kann man schön mit fliegen. Da muss man aber jetzt nicht auf irgendwelche Sachen achten, wie, keine Ahnung, Zeit anhalten, Gravitation ändern oder ja, Dimensionen ändern, wie auch immer. Die finde ich halt noch relativ human.